Geht's los! Mit unserem neuen Harry. Wir zocken und ihr schaut zu. Mein dear Harry, er ist der Feind. Oh. Danke, Doom. Er schreibt alles okay. Ja, alles klar. Sieht schon richtig gut aus, ne? Flasche. Na gut, die Flasche sieht jetzt nicht so geil aus. Schon bessere Flaschen gesehen. Arguing ja, ich John auch. About how many actual days have passed since we ended up here. It seems that all of our hopes are drifting away, like these bottles should do. They always return to the island as if something is leading them back here. If you are reading this, we need your help. Okay. Ja, wenn du das liest, brauchen wir deine Hilfe. Okay. Okay. Was haben wir? Conjuring? Nee, haben wir nicht geguckt. Conjuring? Nee, noch nicht. Wir können ja nicht ins Kino gehen in zwei Filme oder so. Das ist so eine Muschel. Kabelbinder mache ich wegen Kabelmanagement. Ich will bestimmt keine Leute entführen. Mhm. Musst du jetzt sagen. Was ist das? Eine Münze. A shred of hope. Oh, what a man needs to keep moving before he loses his sanity and his will. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. Was? Ja, okay, er geht am Strand spazieren, findet Sachen und denkt an seine Frau, oder? Ja. Und denkt er an seine Frau? Okay. Es ist aber ein Mädchen mit einem Mann, mit einem Seemann. Das sieht eher aus wie Opa mit Enkel oder so, ne? Ja, irgendwie so. Oder ist der... Was soll ich denn lang? Open World, such dir was aus. Hm. Nicht wirklich Open World. Hier ist überall zu. Ja, Kletterwelt. Halt. Kletterwelt mit unsichtbarer Mauer. Also, Leuchtturm, war ja klar. Schall, was liegt da? Ach, nur ein Vogelei. Ein Nest. Ist schon. Noch eine Flaschenpost. Noch eine Flaschenpost? Da. Da. Noch eine Flaschenpost. We armed ourselves and walked along the shore. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad any time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Sounds like the captain was right. Also, irgendeine... Wir sind auf der Insel gefangen und kommen nicht weg. Ja, aber sind wir... Also, er ist jetzt auch aufgewacht, ne? Ja, scheint so, ne? Dass das unser Boot irgendwie war. Und dann war das jetzt unser Boot hier und... Ja, gut. Wir sind jetzt auf dieser Insel. Ja, ist aber auch geil, dass sie die Flaschenpost wegwerfen, aber die gar nicht ankommt. Er zurückgeschleppt wird. Und der Kompass dreht ja auch. Ich spreche von einem Fischer, der verloren in einem stranded See. Er kam nie zurück. Jetzt weiß ich, wo er liegt. Ist das Boot von einem verschollenen Fischer? Ja, da liegt der verschollene Fischer. Ja, das, okay. Guck mal, die Landschaft sieht so cool aus und dann das einfach. Ja. 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 Gell, das denkst du dir auch, du Vogel. Aber der sieht gut aus. Hallo? Das sieht auch komisch aus. Also die sieht... Hä? Kerzen. Gehen wir erstmal den Kerzen hinterher. Einfach aus Prinzip, wenn jemand Kerzen aufstellt, dann würde ich da entlang laufen. Da ist wieder was. I have offered my right arm and spoke the correct words in his absence. Only pain accompanies me towards my demise. I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering God can save us now. What God is he talking about? Was, er hat sich den Arm abgetrennt?
Also irgendjemand hat, der Leuchtturmwärter hat sich seinen Arm geopfert und ist aus dem Leuchtturm raus. Um rauszukommen, ja. Da, um den schlafenden Gott zu beschwören wohl. Ach so, ja, natürlich, macht alles Sinn schon wieder. Es ist so richtige Lovecraft. Cthulhu-Mythos. Was? In China hat ein Wolkenkratzer so arg gewackelt, jetzt dürfen die nur 500 Meter hochbauen. Ach, Mensch. Nur noch? Nur noch. Was die so für Probleme haben, die armen Menschen. Geh mal zu dem Leuchtturm, wo eigentlich der Wärter sich einen Arm abtrennt, um wieder rauszukommen. Shift schnell rennen, ja, das habe ich doch schon. Was ist das? Ja, das sieht ja schön aus wieder. So ein Schädel. Einladend. Hier würde ich auch gerne Urlaub machen. Guck mal, da ist nochmal so Dinge. Überall so Köpfchenteile, ne? Aber da ist gar kein Schädel dran. Nee. Vielleicht muss man da einen aufhängen. Vielleicht muss man die Schädel alle finden und die jetzt alle da hinhängen. Vielleicht muss man auch Mario Neuer. Was? Ja, Lina fand die Resident Evil auch voll scheiße. Ja, übel. Also, ich bin sehr enttäuscht. Nicht nur vier Folgen und... Also nicht nur, weil sie vier Folgen hat, sondern also der ganze Inhalt ist echt boring. Und so, keine Ahnung, kein Zusammenhang und aus dem Zusammenhang gerissen irgendwie und ach, das ist, ich find sie ziemlich schlecht und man merkt, dass es nicht Capcom sie gemacht hat. Das merkt man einfach. Da war der schlafende Gott. Da fehlt der Kopf. Das sieht eher aus wie eine Qualle. So. Ja, das ist doch der Kusukakuri. Der Kock und das ist der Kopf. Aber den kann ich nicht nehmen und da reinsetzen. Vielleicht musst du da einen anderen reinsetzen. Was hat er denn gerade gesagt? Ich habe jetzt nicht aufgehört. Irgendwas über seine kranke Frau oder so. Kranke Frau? Irgendwas mit der Guck mal, was da ist. Was ist das? Ein Schildkrötenkopf. Ein Haigebiss war das. Niemals, hier gibt's keine Haie. Halt, du bist über ein Foto gelatscht. Da wieder der alte Mann mit dem Mädchen. Ja, okay, aber das Boot haben wir ja vorne am Strand. Also der ist hier aufgewacht und hat gesagt, er muss Ellie finden. Das ist vielleicht Ellie und das ist er. Und er sucht Ellie. Ja, okay. Aber das Spiel ist besser als das gestrige. Ja, das war doch super gestern. Alles zusammengeklaut, was also ich war auf richtig, ich war auch richtig enttäuscht und das die Story war auch durcheinander gewesen. Ach, es war einfach wow. Was ist das denn? Dinosaurier. Halt, guck's dir an. Was denn? Ach, kann man es angucken? Hä? Aber es fehlen manche Zähne. Muss man denn die Zähne rein donnern oder ja, was? Keine Ahnung. Eine Säge? Ah ja, da ist er doch, der große Gott. Cthulhu. Cthulhu. Ich bin gespannt, ob das mehr mit dem Cthulhu-Mythos hat als die letzten. Eine Münze mit einem Satz eingraviert. Der Satz heißt Danke. Wie heißt der Satz? Im Kosmos, es gibt Dinge. Warum? Wir wissen und Dinge. Die sind. Was? And things are no, also unwissend. Between there are windows. Weil sie Fenster sind? Was? Okay. Es gibt Dinge, die wir wissen und Dinge, die wir nicht wissen, weil sie Fenster sind? Habe ich das richtig übersetzt? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, die Last of Us-Serie kommt von Netflix. Und ziemlich cool, wer Joel und Ellie spielt. Ja, finde ich auch. Joel finde ich voll cool. Also das ist der Mandalorian-Darsteller. Was ist das? Mothra. Das Spiel, glaube ich, ein bisschen zu laut. Kann sein. Plötzlich wird es richtig laut.
Hört man uns noch gut? Oh, schön. Titten. Was? Ach, schön. Titten. Ich dachte, ein Gemälde. Nein, Titten. Ja, ja. Hä? Warum kann man das nicht lesen? Hä? Okay. Danke, Doom. Hört man gut? Okay, alles klar, danke, Doom. Spiel jetzt eine Runde Schach. Schachmatt. Noch so eine Münze. Obskuren Gravierung. Kann man nicht irgendwie mit E nehmen oder so? Ne, ja, ich kann die nur angucken. Das ist ja wieder mal super. Ich würde auch so eine Münze eigentlich mitnehmen oder das Ding hier. Gut, das ist schwer. Das würde ich nicht mitnehmen. Vielleicht kann man die jetzt noch nicht mitnehmen. Was? Bubis wo? Ah, du bist zu spät. Zu spät. Schon wieder so eine blöde Münze. Die Münze ist warm. Vielleicht hat einer drauf gesessen. Da kann man das einen Sack zum Runterschmeißen, wenn einer kommt. Ich glaube eher, da ist ein Kopf drin oder sowas. Kackbeutel. Nein. Guck mal, da liegt ein Hai. Da Toll. Liegt ein Hai. Da läuft einer auf dem Boot. Hast du gesehen? Da war einer auf dem Boot, ja. Aber da komme ich doch her. Nein, wir kommen von dem Boot. Stimmt. Also muss ich jetzt zu dem Boot, aber ich gehe trotzdem mal hoch. Those uneducated fools. They Geil, let me write for them. Ich kann das untere nicht lesen. They're all fishermen with dirty, scuffed clothes and smell horrible. Their beards reek of alcohol and spit comes out when they talk. I'd rather stay another 4 hours at this point and take care of the problematic mechanisms of this construct. Do not regret this journey. It certainly made life more interesting since then. Not to mention the view from up here. All of the hatred, misery, and sadness of mankind fade away. Der Leuchtturmwärter, der über sein Leben redet, ne? Sky collide. Was? Ach, die soll über Sky kommen? Echt jetzt? Last of Us. Okay, hab ich da was Falsches? Guck mal, da kann man. Da ist noch wie mehr so eine Art Tagebuch. Ja, Wind raste aus. Ist ja mal angemacht. Ja. Was auch sein sollte. Ein Leuchtturm sollte an sein. Aber da oben warst du schon mal auf einem Leuchtturm. Da ist es wirklich so windig. Das ist keine Lüge. Cool. Was wurde? Es fehlt ein Stück. Stück. Ein Figurbild. Na, da ist er. Ein Läufer. Ah, er hat ihn gesehen und gemalt. Die Details sind von jedem Winkel zu betrachten. Meiner Ansicht nach war der Künstler hinter diesem Werk auch selbst davon erstaunt. Oh, ich hab das gemacht. Oh. I swear I saw something towards the horizon. Behind the mist. It wasn't a whale or a great white shark. Its many legs stretched 100 feet, submerging its body into the sea. It crawled as if it was infected by 1,000 parasites. Its tentacle mouth. Spit out black, disgusting, and disfigured blob-like figures. The moment they fell into the sea, they swam away faster than a dolphin. As the mist kept rising, I could barely see the creature. It wasn't a good sign. I should start placing those okay, talismans. Okay, aber beschreibt das Monster. Genau. Aber es gibt ein Talisman auf dem Boden des Leuchtturms. Nein, er hat überall Talismane passiert. Ach, das sind diese Dinge wahrscheinlich. Da ist es! Oha!
Naja, das ist halt spektakulär. Jetzt kommt er gleich und reißt den ganzen Ding runter. Das wär's. Okay, ich geh da mal runter. Wo geht's denn nochmal runter? Andere Seite. Die Musik ist etwas laut. Ich mach mal minus 3 Dezibel. Mal gucken, ob es besser ist. Aber es kann halt sein, dass es nur kurz so laut ist und dann nicht mehr. Ja. Also, der hat überall Talismane aufgestellt. Weil nachdem er die Figur gesehen nachdem hat. Nachdem er hier die Tentakel gesehen hat. Das Tentakelmonster. Das irgendwas ausgespuckt hat. Ja, und was hat das ausgespuckt bei uns? Das weiß er nicht. Irgendwas hat er ausgespuckt. Was schneller schwimmt als Delfine. Ich hab da nichts gesehen. Ich hab nur. Glaube ich auch gesehen. Nicht gesehen, dass da irgendwas ausgespuckt hat. Was soll denn der ausgespuckt haben? Das da? Was war das? Weiß ich nicht. Das war so ein Schemen, ne? Ja. Mamash! What is that voice? Get out of my head! Der hat gesagt, Andrew, bitte geh in den Graben, ich will dir was zeigen. Natürlich gehen wir in den Graben, wo überall. Ja, wo die ganzen Leichen sind, natürlich. Ja, natürlich gehen wir da rein. Am Arsch. Wir gehen erstmal zum Boot, oder? Boah, Alter, guck mal, wie gruselig das wirkt. Ich bin neugierig, was ist da unten? Also ich schwöre, ich würde auch in echt darunter klettern. Die Skelette würden mir gar keine Angst machen. Eine vertrauenswürdige Stimme in meinem Kopf hat gesagt, ich soll da runtergehen. Mega vertrauenswürdig. Hallo, Hundefan. Hallo. Soll ich? Bewegt sich nicht. Ja. Ich glaube, der wurde eingesperrt, weil der ja überall Talismane hat und der versucht uns jetzt zu manipulieren, dass wir ihn freilassen. Alter, was für ein riesiges Monolithenviechteilstein. Mega Gerät. Oh, wahrscheinlich muss das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich die richtige Reihenfolge finden. Meinst du nicht auch? Keine Ahnung. Das lässt sich nicht bewegen. Okay. Das war vielleicht sogar richtig. Weil er sagt so, lass mich frei. Vielleicht sind wir einfach. Ja, er hat gesagt, das ist der. Damit du die Insel freilässt. Nein, du sollst den Cthulhu freilassen. Ja, das ist mir schon klar. Aber er hat gesagt, lass die Insel. Das ist der Schlüssel zur Insel. Oder okay. Sowas. Okay. Ja, lass mich frei, ja, das habe ich auch gehört. Was? Spring in die Grube mit den Leichen und lach mich frei. Das ist immer eine gute Idee, Leute. Ja, wirklich. Das ist ja, aber es ist ja alles so seltsam. Vielleicht ist das gar nicht echt.
Oh. Oh. To see the world through the eyes of a god. Like a dream in a flash of light. Beware the existence of mine. And grasp time in your conscious mind. Okay. Tschüss, Monolith. Tschüss. Tschüss. Das ist ein Einhornhorn. Ein Einhornhorn? Ja, ein Einhornhorn. Und es sucht jetzt sein Einhorn. Was? Ja, was meinst du, wie die Einhornhörner halten am Einhorn? Das hält sich so fest mit seinen Ärmchen. Wo läuft denn das jetzt hin? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist so ein Talisman. Wir ich glaube nicht, dass dieses Ding. Siegel gebrochen. Ich glaube nicht, dass dieses Ding in der Typ gemacht hat. Das sieht weird aus, ja. Hallo, Aero. Das ganze Spiel ist weird, Aeroxan. Geh, such dir ein Einhorn. Wo läuft er denn jetzt Na, hin? Na, ins Wasser. Wohin aber, denn? Auch? Aber wir kommen jetzt wieder zurück, oder wie? Keine Ahnung, kannst du ihm noch eine Weile zuwinken? Der braucht 10 Jahre, das ist so wie eine Schildkröte. Lauf ihm hinterher. Nein. Das ist ja bestimmt auch schwer, sein Gleichgewicht zu halten. Jetzt wie soll ich jetzt wieder hochkommen? Vielleicht kannst du ja klettern. Oder du läufst einfach da so hoch. An der Seite. An der Seite. Ja, an der Seite. Okay. Ja, nice. Gut. Spiel vorbei. Okay, und warum haben wir das jetzt gemacht? Weil du unbedingt in fremde Löcher springen willst? Ja, es war neu. Ich bin neugierig. Oh, da ist ein Loch. Ja, nein. Die Los, rein. Die Stimme hat dir gesagt. Die Stimme in meinem Kopf hat's mir gesagt. Mhm. Wie in Amnesia. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt zu dem Schiff? Ja, du musst beim Leuchtturm wieder rüber. Ich bin jetzt wieder beim Leuchtturm? Genau, und jetzt musst du links. Ey, da läuft er. Guck. Ja, guck an, du Einhornhorn. Das ist kein... Es ist ein Einhornhorn. Das ist ein Obelisk. Ach, ist es gar nicht. Scheiße, da komme ich nicht durch. Ja, komm schon. Was? Da hinten leuchtet auch irgendwas. Ich komme da nicht durch. Vielleicht kommen wir jetzt bei dem anderen Obelisken vorbei. Da vorne war da vorhin was. Ist das jetzt weg? Da. Ja. Mhm. Ist das jetzt weg oder ist das immer noch da? Das ist immer noch da. Das ist alles noch da. Das ist auch, das versperrt mir auch den Weg. Ja, eben. Da musst du noch irgendwas machen. Ja, aber jetzt habe ich diesen Obelisken... Ist hinter dem... Obelisken freigelassen. The Shore heißt das. Ja, das heißt so, das Spiel. The Shore. Ach, Hundefan hat gefragt. Ja, The Shore. Ja, wenn man auf dem Handy oder auf dem Tab guckt, dann sieht man es manchmal nicht. Das Problem habe ich auch. Was denn? Ach so, das sieht man Tab, nicht? Nee. Doch, am Tab siehst du, aber gestern habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Hey, das ist doch diese... Hey, das ist diese Säule, die Leute einfach hingestellt haben. Habt ihr das mitbekommen? Ja, aber echt. Genau so. Alter, warum so laut? Wie lustig, habt ihr das mitbekommen? Da waren einfach Leute und haben so eine Säule einfach mitten in die Wüste reingestellt. Bis sie gefunden worden ist. Und dann haben sie ist die so über die Welt gewandert. Ich glaube, das hört man jetzt gerade nicht so gut. Weil das riesenlaut ist. Was ist das für eine Kugel? Just like that. Mom is now dead. And soon now. Was ist das? Oh, stop it. It's not my daughter's voice. Irgendwas mit Mama ist nicht tot. Und die ist tot. Soll ich reinlaufen? Hast du gesehen? Ja, Tentakel. Nein, man kann nicht reinlaufen. Schau drauf. Kann ich auch nicht. Ich kann gar nichts machen. Also wenn ich sowas sehen würde, würde ich Steine reinschmeißen. Geht auch nicht. Na toll.
Alter, wenn ich sowas sehen würde, dann würde ich rennen. Ach so, aber wenn du Leichen und Knochen siehst, dann würdest du da reinspringen. Nein, denn ich bin mutig. Ich bin ein Mann. Okay, das ist alles echt seltsam. Ich geh mal lieber hier entlang. Tschüss. Ja. Wer ist denn mein Ich? Was? Das wüsste ich aber. Hier waren wir noch nicht. Alter, es gibt einfach zigtausende Wege. Da sind wieder so... Köpfe. Nein, Statuen. Die haben Schalen. Die betteln. Was ist da drin? Sind das Münzen, oder? Da fehlt eine. Oder? Ah ja, klar, fehlt wieder eine. Hm. Ich hab nichts. Das ist ja, ja. Die Seiten hier. Ach, jetzt kann man die lesen plötzlich. Ja, egal. Okay, wir brauchen eine Münze. Eine Hirnmünze. Das sieht für mich eher aus wie so Quark. Wie Quark? Nein, so Quallen mit Augen. Ach so, Tentakeln, ne? Ja, so Tentakeln mit einem Auge. Tentakelmann! Was? Nix, ich musste nur gerade an was anderes denken. Und was hast du gedacht? Nein, das sage ich dir nicht. Halt, das kannst du angucken. Metallkugel. Oktopuskopf. Aber das lässt er halt alles liegen. Ja, warum? Ja. Warum kann man das angucken, wenn es keinen Sinn macht? Warum läuft dieser Obelisk eigentlich noch immer? Weil der so lahmarschig ist. Vielleicht muss er das Spiel zu Ende bringen, bevor er angekommen ist oder so. Vielleicht ist das ein Zeitspiel und wir wissen es noch nicht. Der läuft bestimmt nicht mehr. Deswegen waren die Quallen jetzt auch da. Die Tentakel. Ah, vielleicht ist jetzt, da guck mal, der ist jetzt auf die andere Seite rübergelaufen. Vielleicht kommen wir jetzt da drüben. Nein, der durch. Läuft noch immer. Oh, okay. Er läuft noch immer. Hat man eine Karte? Man ist echt verloren. Lost. Ich lauf mal wieder zurück zum Schiff. Komm nicht zu dem anderen Schiff rüber, das ist echt kacke. Und überall sind unsichtbare Wände. Ich meine, das Spiel sieht schon schön aus, aber... Also, was war hier? Hier war nichts, ne? Der Arm war da. Vielleicht muss ich den mitnehmen. Noch gar nicht probiert. Da läuft's. Geh jetzt eine Runde schwimmen. Hier gibt's voll den Grafikfehler. Ja. Aber trotzdem sieht's schon... Aber ich glaube so langsam, es ist kein Scary Horror. Das ist so... Da liegt ein Haifischzahn. Nein, es ist eine Muschel. Ding, es ist so mystischer Horror. Ja. Hm. Der läuft einfach weg. Tschüss. Ah, ich kann nicht mehr. Hm. Liegt hier irgendwas noch auf dem Boden? Außer Muscheln. Vielleicht habe ich hier irgendwas vergessen. Das ist eine Höhle. Hä? Haben wir das nicht aufgehoben? Doch. Die andere haben wir auch aufgehoben. Dann haben wir sie zurückgelegt. So, der alles holt nur, der holt nur den Brief raus. Voll der Umweltverschmutzer. Ja was, das war doch schon da. Also. Also gehen wir nochmal zurück. Und keine Ahnung, vielleicht können wir ja jetzt die Münzen einsammeln.
Und wenn man alle Münzen zusammenfügt, dann kriegt man so eine Quallenmünze. Keine Ahnung. Nein. Wundern wird's mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber der hat auch nichts bei sich, ne? Dass die gar keine Angst hat. Die guckt halt einfach nur. Jetzt musst du essen. Meins. Der Leuchtturm ist noch an, oder? Mhm. Da hinten rennt der Obelisk noch. Also, hier war ich. Da gibt's irgendwie... Warte mal, ich versuch mal nochmal hier irgendwas zu machen. Es muss ja hier irgendwas zu machen geben. Also, wenn das Spiel mehr als 10 Euro gekostet, bin ich enttäuscht. Also, es hat nicht mehr wie 10 Euro gekostet. Ich glaube, es war im Sale. Ich habe es im Sale gekauft. Weiß aber nicht mehr, wie viel. Kann ich hier irgendwas machen? Das kann nicht sein. Das ist echt mystisch. Gerade so gewundert, so wo ist denn jetzt diese Statue? Warte mal, ich war noch nicht hinten dran. Vielleicht ist ja hier was. Irgendwas auf dem Boden. Wir haben Füße! Oh mein Gott, wir haben einen Körper. Naja, das ist nicht so. Selbstverständlich. Ja. Was? Nix. Jetzt sind wir wieder hier. Ich verstehe nicht, warum ich nicht über die Steine laufen kann. Was ist das für ein Scheiß? Vielleicht gehe ich einfach mal nochmal zurück in... Den Leuchtturm. In den Leuchtturm. Vielleicht haben wir da was vergessen. Er hat ja noch selber gesagt, dass irgendwas im Keller ist. Mal den Keller suchen vom Leuchtturm. Oder? Weiß ich jetzt nicht, dass der was im Keller gesagt hat. Er hat gesagt, unter dem Leuchtturm ist ein Ding. Ein Ding. Talisman. Talismano. Warte mal, das sind Kerzen. Ich dachte, da gibt's was, aber nein. Da ist es, da! Ja klar, natürlich ist es zu. Wir brauchen einen Schlüssel. Wo kriegen wir den her jetzt? Können wir uns mal genau umgucken, vielleicht habe ich irgendwas liegen lassen. Es fehlen ein paar Zähne im Haifischgebiss. Das sind irgendwelche Karten im Buch. Hier auf dem Tisch liegen. Ich habe den Schlüssel. Lül. Guck mal da! Die Münze! Ich habe die Münze. Ha, einfach besser umgucken. Na gut, davor wussten wir ja nicht, dass die Münze was ist. Warte. Was? Zurück. Was ist das da? Das Weiße? Seife. Ja. Yeah. Ja, Seife. Okay. So, also wir haben die Münze und einen Schlüssel. Also dann gehen wir jetzt erstmal mit dem Schlüssel runter. Hey, Kuliwa. Hallo. Küken. Wieder so eine hässliche Statue. How did they manage to let him die in here? What made them forsake their civil ways? Das ist der Leuchtturmwärter. Oh, das ist eine Leiche. Das ist keine... Der ist hier unten gestorben.
Seltsame Figur auch mitnehmen. Plötzlich nimmt er alles mit. Ja. Geil, dass ich es lesen kann. Das erste. Das? Oder das? Aha. Nein. Aber da kommt auch kein Text. Ja, was ist es nicht? Das ist es. Wo kommt der Text? Ja, okay. Geile Übersetzung. Sollen wir da irgendwas verstehen wieder, echt? Der hat sogar einen eingesperrt hier unten. Guck mal, Handabdruck. Kann aber nichts machen. Sieht aus wie von einem Kind, ne? Vielleicht seine Tochter dadurch gelauncht. Hä? Also nur noch 17 ist... Tage für die Änderung meines Namens. Aber wieso willst du den schon wieder ändern? Okay, also wir haben jetzt so komische Statuen gefunden. Und diese Münze, die können wir uns da hinten reintun. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Bei dem Bettlohn. Nein. Obwohl, warte mal. Falscher. Dann die andere Seite. Zum alten Namen, ach so. Damit man dich wieder erkennt. Okay, dann. Die will mich alle kennen. Ja, okay. Oh, es bewegt sich. Whee! Magic. Jetzt können wir hier weiter. Ja. Aber ich will erst zu den Bettlern. Wo sind die Bettler? Da oben. Aus. Glaube ich. Ja, ganz hinten durch müssen wir. Ich drücke auf schnell laufen, aber läuft einfach nicht schneller, ne? Ja, vielleicht kannst du nur in bestimmten Situationen. Nee, das ist falsch. Da ist die Höhle. Das ist falsch, Frank. Wo dann? Rechts. Anstatt zu Boden musst du da vorbei. Bei dieser Kugel vorbei, weißt du, hinten weiter rum. Genau, da und da oben lang. Noch ein Stück? Ja, ja, ja. Ich weiß. Wie es geht? Gut. Ja. Super geht's uns. Aber irgendwie ist das... Es ist schon... Naja, bis jetzt... Naja. Nicht so schlimm wie das gestern. Also das gestern, das war ja echt. Aber ich glaube, da hättest du dich auch erschrocken. Die ganze Zeit. Weil ich habe mich selbst erschrocken. Diese blöden Lichter immer. So, dann geben wir mal den armen Bettler hier seine Münze. Au! Ich will nicht gefressen werden! Du Penner! Zur Hölle! Party! Das war der falsche, oder wie? Nee, war doch der richtige. Das ist... Ja, sind alle drin. Ja, wow, dafür habe ich es gemacht. Toll. Und jetzt vorbei. Ja, vielleicht war das auch ein Ritual, um Cthulhu zu beschwören. Ich wette mit dir, wir beschwören den nachher und dann nachher... Oh. Upsi. Er hat uns die ganze Zeit benutzt. Oh nein. Das ist auf jeden Fall auch... Nicht sonderbar, dass irgendwie so ein Obelisk davon rennt und... Man Stimmen hört. Ja. Auch gar nicht auf... Schnell laufen drücken, weil der läuft einfach nicht schneller. Also, wo war das jetzt? Das war da hier. Bei den Fischernetzen durch. Ja. Genau. Dann gehen wir mal hier weiter. Zum Ball. As a young boy, I remember my father talking about this island. He
He described it in a way that would scare the listener. He spoke of black butterflies, corpse candles, and broken compasses. Okay. Ja, wegen der Vulkanasche spielen die Kompasse wohl kaputt hier. Verrückt. Die spielen nicht verrückt. Sehr kaputt. There was a man aboard named Alan who went missing after we shipwrecked. One night, we found him walking alone across the beach. As we approached him, to our surprise, we saw that he had this fixed expression on his face, as if he had seen something horrifying. His hands and arms were paralyzed in a position like if he was protecting himself from something. Nein, du bleib hier, was willst du machen? Ja, höher stellen. Nein, alles gut. Bei einem Nieser. Reflections in the sea. I wonder what he saw. Yeah. Okay, der ist verrückt geworden, als sie Schiffbruch erlitten haben und war erstarrt und hat komische Lieder gesungen. Sein Steuermann oder wer war das? Irgendeiner von der Crew. Der Alan. Der Alan. Da liegt ein Hai. Bäh. Der liegt doch nur da. Bäh. Der macht Haia. Oh. Mit Schimmel. Was nein, das sind die Flossen. Ja, aber die sind voll schimmelig. Ein Tonkrugstück. This island feels like it's maintained, untouched by time. The wind and the waves pause for a minute to rest. Guck mal, der lächelt. Ja. Toll. Kann man da irgendwas machen? Ah, der hat doch gesagt, es fehlt ein Gebiss. Es fehlen Zähne. Kann ich doch keinen Zahn nehmen? Guck mal, so schwarze Augen. Kannst du den Krug aufheben da vorne? Nee, ich kann gar nichts machen. Ich habe auch gedacht, aber nein. Wow, das ist ja spektakulär. Ah, jetzt sind wir hinten. Aber Sackgasse. Ja, Sackgasse. Hast du gesehen, da sind so Stacheln unten gewesen. Keine Ahnung, die ganze Insel ist so komisch. Warte mal, was ist das? Kette, gell? Ne, ist ein Netz, okay. Das ist ein Netz, ja. Das ist wie so eine Kette oder was? Ich kann auf dem Wasser. Nein. Ich kann auf dem Wasser laufen, ich bin Jesus. Flaschenpass. Wo? Rechts. Rechts. I'm sending this message as a cry for help. May the waves of the sea be kind. Castaways trying to find where this island is on the map. This doesn't make any sense. The sun is setting in the east, and the fog won't allow us to see through the scope that far. The odds are against us. There's something strange about Apollon. He keeps going on about how he's reliving this moment. I noticed how much he scratches the back of his head. It's gotten to the point where his hair is beginning to fall out. So ein Hilfebrief einfach. Ja, aber der eine erlebt den Moment immer wieder neu. Der Apollo. Und der kratzt sich immer wieder im Hinterkopf mit schon eine kahle Stelle. Also hat der wohl recht, dass er immer wieder das Neue erlebt, aber er kriegt es gar nicht mit. Das ist so Zeitschleifenmäßig. Genau, dass er in der Zeitschleife stecken. Weil so eine kahle Stelle kriegst du ja nicht von einmal im Hinterkopf kratzen. Ja. Und wenn er sich jeden Tag immer wieder da an derselben Stelle kratzt. Immer und immer wieder. Ja. Macht Sinn, ja. Schon wieder Flaschenpost. I can barely describe what I have witnessed today. That old fool Alex suddenly went insane. He started stuffing his mouth with rocks. He kept doing so until his cheeks were Boah. You have to tie him down. If you're reading this, send help.
Also diese ganze Mannschaft dreht voll durch. Der eine stopft sich Steine in den Mund, bis die Backen reißen. Der andere kratzt sich die ganze Zeit am Hinterkopf. So, vielleicht hat er gedacht, das wäre was zu essen und deswegen... Oh, endlich essen! Und stopft sich die Steine in den Mund. A small whale. I recognize this boat. It was made by an artist to represent our greatest catch. How did it end up here? This was meant to be completed by the end of December. It's still September. Guck mal, wie ist das Ding? Er ist auch in der Zeit, also... in der Zeitschleife anscheinend. Weil er sagt, im Dezember sollte das Schiff fertig sein. Er ist aber erst im September. Das heißt, die Zeit läuft da irgendwie anders ab. Was liegt denn da oben? Wieder das Vogelnest. So sieht ein Vogelnest aus. Ja, hier im Spiel auf jeden Fall schon. Ja, ist ein Vogelnest. Oh, ich hatte recht. Flaschen passt. Schon wieder. Started losing their minds, like what happened to Thanos. He ate his own fingers and cut his eyelids. He was screaming something about being ready to receive the gift of the Watcher. I've lost track of time. I don't know what the date is anymore, nor the hour. The sun isn't moving. Why is the sun not moving? If you're reading this, then I hope you end up here too. Was ein Penner. Aber wenn du das liest, hoffe ich, dass du auch hier landest. Weil er sauer ist. Dass keine Hilfe kommt. Guck mal. Wieder eine Statue. Okay. Moin, Patrick. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo. Okay, das ist echt strange alles hier. Richtig strange. Wie immer. Aber was habe ich erwartet, wenn es um Cthulhu-Mythos geht? Das hört sich so... computermäßig an gerade, ne? Ja. Ich glaube, mit den Kopfhörern wirst du wahnsinnig. Bei den Sounds, ja, würde mir voll auf den Sack gehen. Nee, wieso auf den Sack? Immer dieses lauter und leiser werden. Nee, das ist einfach nur nervtötend. Wenn sich die Lautstärke die ganze Zeit ändert, das macht mich irre. Was ist das denn? Cthulhu-Kacke. Das könnte aber auch ein Metroid sein. Gibt's das Spiel kommt davon, VR? Wenn man fremde Eier anfasst. Das ist kein Ei. Doch, das sieht aus wie ein Ei. Vielleicht ist das, was er ausgespuckt hat. Okay. Geht's nicht weiter hinten? Nein. Okay. Warte, da vielleicht. Aber wir können ja jetzt zum Boot. Ja, wir haben ja jetzt so noch so eine Scheibe. Da ist das Boot. Nee, das Boot, was wir gesehen haben, ist noch ganz. Ja, aber was kann ich da? Und das war's, oder was? Jetzt habe ich den Cthulhu-Parasiten in mir wahrscheinlich, weil das so auf meinen Kopf so... So wie so ein Alien, so ein Facehacker. Despite his fear about the island, he would often come here fishing some very colorful fish. I remember finding myself quite disturbed as I watched him stuff his mouth with their raw meat. Okay, sein Vater ist immer dahin, zu dieser Insel, die sowieso schon gruselig war.
und hat sich rohen Fisch in die Backen gestopft. Was? Ja. Warum sollte man sowas tun? Warum essen Leute Sushi? Ja, aber der ist dorthin gefahren und stopft sich rohe Fische. Ja, da gibt es viele farbenfrohe Fische. Und die hat er halt gefuttert. Ja, okay, aber er hat sie nicht roh gefressen. Ja. Alles klar, hey, gutes Spiel. Wahrscheinlich auch verseucht. Was ist bei dem anderen Spiel, wo die alle so verseucht waren von diesem grünen Schleim? Ja. Ah. Los. Miau. Tschüss. Sprinten. Oh, jetzt kannst du rennen. This place feels like it was always a part of me. As if it has taken a hold of me and won't let go. Another foot in the sand, but this time sink deeper beneath the shore. Irgendwie. Ich gehe einfach mal dort lang, um zu gucken, was da so ist. Kann man Eier klauen? Irgendwie nicht mehr. Hier geht's nicht weiter. Unten am Strand. Ne, hier ist Schluss. Okay. Flaschenpost. Flaschenpost. Elliot is trying to put together the broken parts on a boat we found. If he manages to build it, then we might have a chance of escaping this place. We have to try at least. There's only three of us left now in our crew. We can't afford to waste any more time here. As if time exists in this place. I think I'm starting to lose my mind. I can hear my breath after a screeching sound pierces my ears. If you are reading this, then don't look for us. Erst hilf uns und jetzt such nicht nach uns. Hä? Okay. Aha. Oh. Ist wieder so ein... Was ist das? Wieder eine Seite von irgendeinem Buch. Wahrscheinlich muss ich das Buch nahe zusammenfügen. Weil die Dinger sind hier doch. Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Das hier beschriebene Monster ist furchteinflößend. Ich habe gar keinen Grund, an dessen Existenz zu glauben. Am Ende der Nachricht schreibt er, dass er versuchen möchte, das Biest zu fotografieren. Aus irgendeinem Grund bin ich dagegen. Obwohl ich nicht an seine Existenz glaube, würde ich ungern Zeuge seiner Verwirklichung werden. Ach so. Die Inhalte dieser Seiten sind verstörend. Er schreibt davon, dass einem so komplexe Wesen verfolgt zu werden. Er schreibt davon, von einem so komplexen Wesen verfolgt zu werden, dass er es kaum beschreiben könne, ohne sich wie ein Verrückter anzuhören. Es ist klar, dass der Verfasser unter einer schweren Psychose litt. Der Überlebenskampf als Gestrandeter und der damit eingehende Stress würde nach so langer Zeit jemanden zerbrechen. Achso, du warst noch nicht fertig zu. Bin mir nicht sicher, ob er es rausgeschafft hat. Und wenn er es geschafft hat, ist er nicht mehr der gleiche. Das ist eine Nachricht von einem gestrandeten Seemann. Er spricht über seine Kameraden, der seinen Verstand verlor, nachdem er seiner Ansicht nach verfluchtes Artefakt fand. Diese Figur gibt nicht allzu viel Energie ab. Könnte sie der Grund für das Elend sein, welch der Seemann erleiden musste? Ich frage mich schon, ob es eine weise Entscheidung war, diese Figur mitzunehmen. Ah, das ist die Figur, die wir vorher mitgenommen haben. Hm. Diese Seite ist voller Informationen und Illustrationen über ein bizarres, menschenähnliches Wesen. Der Verfasser beschreibt seine Eigenschaften mit solchem Detail und Enthusiasmus, dass man denken würde, er wäre dieser Kreatur hautnah gekommen. Jedoch ist die hier abgebildete Bestie nichts als eine Karikatur.
So etwas existiert nicht, zumindest nicht in unserer Welt. Okay. Diese verdammte Seite war Teil eines Rituals, das irgendein Geistesgestörter auf dieser Insel austrug. Deren Inhalte sind empörend. Aber die anderen Bestandteile des Rituals waren noch verstörender. Ein Armknochen, festgebunden an einem Fels, vermutlich der des Verfassers. Jede Menge Kerzen und Blutsiegel beschmückten und beleuchten die gottlose Szene. Ich habe schon viele Geschichten gehört von Leuten, die ihren Verstand verloren, aber diese hier übertrifft alle. Der Mann, der hierfür verantwortlich ist, war krank im Kopf, das ist klar. Ach so, ja, vielleicht war das der auf dem Boot? Ja, das war nicht der auf dem Boot, das war der Leuchtturmwärter, der seinen Arm geopfert hat. Ja. Aber ich glaube, alle, die hier auf die Insel kommen, verlieren den Verstand. Ja, und guck mal, das ist ein neueres Boot, ein richtig großes, aus Metall. Ja. Man weiß auch nicht, welche Zeit das spielt, ne? Und da ist ein Kriegsflugzeug. Ich schätze mal verschiedene Zeiten. Ich glaube, diese Insel so hat keine Zeit. Bermuda-Dreieck-mäßig. Genau, so ähnlich. Was ist das? Looking upon my daughter's toy gave me some sort of happiness. Yet I can't take my mind off the idea she's been taken by one of those creatures. Ein Boot von seiner Tochter. Und ein Bild von ihrem kleinen Hund. Aber unser Ding füllt sich auch. Ah, ja. Es füllt sich komplett alles hier. Guck mal, die haben wir, glaube ich, jetzt alle. Obwohl, hier könnte noch eins reinpassen. Oh ja. Also Flaschenpost. Irgendwo muss noch eine Flaschenpost sein. Kommt bestimmt noch. Schwebende Möbel. Flaschenpost. Flaschenpost. It's not my fault. A person has already died here. Spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Ja. Wer will auch schon auf der Insel bleiben? Alle eingesammelt. Das waren alle. Huch. Da ist der Foto. Solitude and peace is what a soul seeks. Über Knochen, after being free. Did they die in wieder pain? So eine Statue. It appears they were murdered. What a horrible way to find solitude. Die wurden umgebracht. Da sind sie alle. Und wer sind diese Viecher? Die Mörder? Hä, vor allem der Futterbrat zeigt ja in die falsche Richtung. Ja, schon. Springen. Okay, jetzt bin ich an Bord. Tolle Insel zum Urlaub machen, ja klar. Hallo, Hunter. Hallo. Da, die haben das Foto gemacht. Ja, der hat gesagt, er will nicht, dass die ein Foto von der Figur machen. Was ist das? Eine Flosse? Ein Haifischzahn! Echt jetzt? Vielleicht schon. Sieht aus wie eine Flosse. Ah, da ist noch viel. Nee. Kann man. Aber wo ist der Typ, den wir gesehen haben hier? Muss ja noch einer leben. Ja, keine Ahnung. Der hat nur so. Der ist hier so rüber. Oh, Haifisch. Nein. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist er da unten in der Kajüte. Huch, ist mich ins Wasser gefallen. Hä? Ja, die Tante hat gerufen, Dad, hast du nicht gehört? Ja. Ja, nur wo? Vielleicht geht's auch hier hoch?
Das war die Puppe. Oh Gott, wie gruselig. Dad. Ja, uns geht's gut, danke. Danke. Super geht's uns. Super. Confused wie immer. Ja, Dann da oben noch lang. Ja. Aber an dem Foto können wir auch nichts machen, ne? Nö. Was ist die Statue? Wieder eine Höhle. Ah, dafür brauchen wir das Ding. Guck, das passt da rein. Siehst du die Flosse? Ja, ist eine Flosse, hast recht gehabt. Aber es passiert nichts. Dreh ich mal um? Nein. Warte, was ist das? Ein Herz. Ein Ei. Ein Stein? Ich hab keine Ahnung. Anything to see her face again. Okay. Wir tun alles dafür, auch ihn befreien. Wo sind wir denn jetzt wieder? Was zur Hölle? Was ist... Oh, armer Wal. Sind wir hier? Was ist das? Sieht aus wie so, so eine Milbe, weißt du? So eine Riesenmilbe. Ja. Wir haben einen Wal gefangen. Ich kletter jetzt auf den... What the fuck? Nein, sitz! Lauf! Oh Gott! Lauf! Ich renne ja schon! Ich renne doch! Schneller. Ich renne! Lauf! Oh mein Gott! Gleich. Er schlägt mich! Aua, lauf! Ich lauf doch schon! Aua, ja, er schlägt mich! Ich renne doch! Musst du gar nicht! Er ist zerquetscht worden. Okay. Ja, ist so eine Art Horrorspiel. Das. Also das Viech. Ist vielleicht das Viech? Ja, die Riesenmilbe. Ist da keine Milbe? Da sieht aus wie eine Milbe. Sieht aus wie so ein Krebs. Oder so ein Floh oder sowas. Stark vergrößerter Floh. Was ist das? Walkopf. Dinosaurier oder was? So sieht ein Walkopf aus. Oder ein Delfinschädel. Mit Schwanz. Das ist ein Dino. Das ist eine Flosse. Was ist das? Tauchanzug. Oh nein. Oh nein. Oh doch, wir gehen ins Wasser. Oh nein, du hast dich noch nicht umgeguckt. Was soll ich denn noch machen? Gucken. Gucke, da ist nichts. Wenn du nachher wieder zurücklaufen musst, nur weil du dich nicht umgeguckt hast, dann kneife ich dich. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist gewollt, dass wir ins Wasser gehen. And now, through the depths, you will find your destiny. Destiny. Ein U-Boot. Stimmt. Also ich muss ja sagen, Insel sah ja schon schön aus, aber das Unterwasser-Ding, das sieht jetzt echt gammelig aus. Zu lachen, wenn es jetzt dann bald vorbei ist. Es geht nicht lang, das Spiel.
Das sagst du immer und dann hast es durch. Nee. Dann gucke ich nach, oh, 20 Stunden, 10 Stunden. Nein, das Spiel geht wirklich nicht lang. Noch ist auch noch keine Haia-Zeit für dich. Okay. So, diese mystische Musik, bitte. Ach, komm schon. Ein könnte. Ja. Ja. Ja, stimmt. Oben. Ein. Ja. Du musst unten anfangen. Nee, besser oben, weil dann kannst du dich von oben runter. Aber du kannst die beiden letzten nicht verändern. Du kannst auch das oben nicht verändern, oder? Ja. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ja, schon richtig. Das hat ja schon Klick gemacht bei beiden. Ja, und jetzt? Hat sich aber nichts getan. Ach, da ist noch eins. 3 bis 4 Stunden. Danke, Alina. Ah, das kann man nicht. Das kann man nicht drehen. Danke. Nein. Ja. 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 Okay. Oh. Du bist so klug. Hey. Shadow and I came to a curious sort of an agreement. My lack of empathy has phased out any trace of fear. How did my monotonous self come closer and closer to the fact that nothing surprises me anymore? My humanity. Lost, but discovering its true potential. How far will you go, Andrew? How far will you go for her? Okay. I would fall into the darkest pit to save her. So be it. Okay, cool. Also ich würde mich sogar für meine Tochter in ein schwarzes Loch reinschmeißen. Du würdest es sogar ohne irgendwas machen. Du bist vorher auch einfach in dieses Loch reingehüpft. Also das, da würde ich nicht reinhüpfen. Da musst du reinhüpfen. Komm, jetzt muss ich reinhüpfen. Das ist ja, der hat wohl schon jemand eingeloggt. Was war das Blaue da gerade? Was? Ja. Ach, Mann, das ja, also, hüpf. Ich will da nicht rein. Los! Also, das ist echt heftig. In den Schlund. Ich muss da bestimmt nicht rein. Ja, halt außer rum. Sag, ich muss da rein. Ja, weiß ich nicht. Der hat doch gesagt, ich muss. Ja, halt außen rum. Das sind die beiden Nägel! Ah, Zähne! Aua! Hör auf mich zu hauen! Aua! Tot. Das ist ja unfair! Da sind überall Nagelzähne! Nagelzähne! Die Nagelzähne! Oh. Was ist jetzt? Nochmal alles vom Anfang! Kann ich schneller rennen? Oh, jetzt komm, was ist das für ein Save Point? Einer, der weh tut. Wieso tut der weh? Naja, weil du den ganzen Scheiß nochmal latschen musst. Ja, jetzt sagt er nochmal. Blablabla. Spring in das Loch und folge dem Licht.
Was für Licht? Da war kein Licht. Doch, da waren so lilane Streifen an der Decke. Ach so. Guck mal, da ist eine Muräne. Oh, hallo. Ich verlieb. Die ist ja dazu gekommen. Wie sieht die denn aus? Weißt du, was ist denn mit der passiert? Ist einer draufgetreten oder was? Die hat so Knopfaugen. So ein Matschkopf. Ach, da ist er ja. Vorher war er nicht da. Guck mal, jetzt geht der auch außen rum, der Hund. Vielleicht muss ich da gar nicht rein. Ach, da ist noch ein Loch. Ich komm da aber nicht durch. Ich hab Angst. Die Musik geht schon wieder so heftig ab. Kommst du da nicht vorbei oder so? Nee, ich komm da nicht vorbei. Unfair. Ich muss da rein. Also runter und dann gleich rechts, oder? Ja. Ich muss erstmal. Lauf! Laufe! Lauf! Das Blöde ist, ich renne! Das ist überall Licht! Ich renne, aber er schlägt mich dauernd. Kann man nicht zurückschlagen? Nein. Ich hoffe, ich laufe richtig. Warum hat er auch so eklige Viecher in seinen Eingeweiden? Ist ja widerlich. Lauf in seine Arme! Lauf in seine Arme! Er hat es einfach getötet. Kuschel mich! Umarm mich, los! Daddy! Welche Reliquie soll ich denn berühren? Ne, sollst du ja nicht berühren. Welche denn? Sag ich dir nicht, sonst fasst du sie an. Ja, ihn, oder? Das ist doch der Typ. Diese Reliquie. Und angefasst. Ja. Wir sind tot. Davy Jones. Davy Jones? Achso. Tot. Du hast geschafft, uns umzubringen. Nein, ich bin nicht tot. Tot. Wir sollten das machen. Wir sind tot. Warum willst du den timeouten? Ich habe gar nichts gedrückt. Ich hab gedrückt. 200.000 Punkte hast du. Ja, nur. Ich habe voll viel ausgegeben. Huch, ich bin ja wieder da. Huch, da sind ja auch schon wieder welche. Das Ei. Look behind you. This broadcast abomination. Okay, wir müssen das Artefakt finden. Bevor wir gefressen werden. Ah! Was von was denn? Was ist denn das? Oh mein das Gott, Riesenmaul! Riesige Zähne! Meine Fresse! Finde das Artefakt! Ich weiß doch nicht wo! Ich auch nicht! Sieht aus wie ein Ei! Was ist denn das für eine Horrorgestalt hier? Was? Ich muss irgendwo hin! Hier geht's nicht weiter, oder? Doch! Soll ich mal zu den Tentakeln? Ah, geht weg von mir! Oha, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Ohrenkneifer! Oh, ich glaube, ich sollte aufpassen! Wo ist das Artefakt? Da ist das Artefakt! Ah, da kommt ein Tentakelmonster auf mich zu! Was ist denn das? Das sieht ja aus wie... Das ist ein Auge! Nimm's! Ich hab's! Zurück! Ah, es frisst benutzen, mich! Benutzen! Benutzen! Ah, stirb! Feuer! Ah, stirb! Ah, noch eins. Oh Gott, das hat uns gefressen. Nein! Ich hab's getötet! Wo? Es hat uns gefressen. Was ist das für ein krankes Spiel, bitte? Hallo, Auge. Oh, ein riesiges Auge. Alter, das Art Design ist. Da rein. Ja. Dein Artefakt würde dich im Stich lassen. Oh, Scheiße, hat das nur begrenzte Ladung, oder was? Weg. Au. Au. Zurück mit dir. Was ist jetzt?
tot? Bin ich verrückt? Oh, da guck mal. Hä? Hä, wo bin ich? Was ist hier los, Alter? Ich war irre. Wie kann man sich sowas ausdenken? Schieß! Ah! Stirb! Verrückter Typ. Da kann man sich bestimmt sein Viech wieder, also sein Artefakt, aufladen. Was ist mit dem Auge? Das macht Auge das Auge. Ah. Machst du Auge, Junge? Kriegst du Auge? Natürlich renne ich ins Geil. Wo bin ich denn jetzt? Im Tentakelland oder was? Also es kann mich wieder rausholen. Ja, aber es braucht Zeit. Alles klar, wir müssen jetzt hier rumgeistern, bis der uns rausholt, oder was? Das hat einen Witz. Was ist denn das Rote? Gott, sieht das billig aus. Da kommt was Dickes. Wo? Ich weiß nicht. Da. Stirb! Stirb! So sieht's aus. Ah! Stirb! Ah, da ist noch eins! Ah! Oh mein Gott! Was für ein Müll, Alter. Was ist das für ein Müll? Du suchst die Spiele immer aus. Ach, keine Ahnung. Die haben immer gute Rezensionen. So. Ja, von alle wem? Sagen, oh, das ist gut, das ist voll geil, voll gruselig. Ja, wenn du es alleine spielst, ist das schon gruselig. Ja, aber wenn ich dabei bin, hast du keine Angst, gell? Mhm. Weil ich dich beschütze. Nein. Schieß! Jetzt kommt von der... Oh, der kommt immer wieder! Und da kommt einfach noch einer. Und da kommt da auch noch einer. Und da und... Ah, wir müssen weglaufen, nicht kämpfen. Ja, natürlich, aber uns kommt da einer entgegen. Ja, Gott, wie lange schlägt er auf uns ein, bitte? Willst du mal spielen? Nein. Ich bin nur hier als deine seelische Unterstützung. Lauf gleich links rum. Aber da kommt jetzt auch einer raus. Hier, guck. Da kommt er schon. Au, 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 au. Was muss man denn hier machen? Die Zeit überleben, bis er dich rausholt. Ja, dann warte ich hier einfach. Wo einfach alles sicher ist. Das ist einfach eine Hand. Vielleicht ist es die Hand, die er geopfert hat. Kommen die auch wieder? Ich bleib jetzt einfach hier. Mach mir ein schönes Leben. Hallo! Aua! Geh hier durch, da kommst du nicht durch. Ey, du Fetzer. Ja, der Fetzer kommt überall durch. Aua! Aua! Aua!
wusste es. Der andere ist auch schon wieder da. Das ist ja voll der Müll da, der kommt ja jetzt gar nicht mehr zurück. So ein Müll, Alter. Das ist schon wieder echt. Am Anfang habe ich echt gedacht, oh ja, cooles Spiel. Cooles Game. Jetzt wieder Müll. Ja, alter Maul. Ja, alter Maul. Ja, halt der Maul. Aber hier geht's noch weiter. Halt der Maul. Wo ist der andere? Da ist auch einer. Zurück mit euch! Nein, sind wir nicht. Ich hab keine Ahnung, ich lauf einfach! Und ich bin. Yes. Ja, mach die Tür auf! Ja, was muss ich machen? Oh Gott! Ich hab's geschafft! Nein. Doch, es ist weg! Strahl dir ins Auge, du! Guck nicht so! Mann, nicht so Auge, Alter! Was ist da los? Was muss ich machen? Hände drauf, noch eine Hand. Ich pack da bestimmt nicht meine Hand drauf. Na, beiß die mir ab. Dreh ich mal um. Was? Da, mach mal Strahl. Man wird gerne angestrahlt. Schieß mal auf die Hände. Auf die Mitte, auf den Bauch? Hab ich doch schon. Hm. Was muss man machen? Tür wieder öffnen. Das Auge. Machst du Auge, Junge? Alter, es sieht. Ah, oh, du kannst die Hände nehmen. Ach, ich muss die Hände nehmen. Gott, hast du mich erschrocken? Nein, du hast dich erschrocken wegen dem Viech. Nein, ich hab mich wegen dir erschrocken. Es hat mich angerührt. Eine Hand fehlt. Nee, vier. Ja, den Kopf gedreht, guck. Ach so. Den Tag ganz weg. Okay, Babyköpfe. Ich geh mal dorthin, wo mich anguckt. Die Augen folgen voll. Erstmal Hände klauen, ja. Mach ich auch immer. Jeder braucht eine hilfreiche Hand. Ja. Ich glaube, jetzt kommen wieder Monster. Ich will aber nicht, dass du frei bist.
will irgendwas. Ja, guck mal, da sind so Masken. Wo? Rechts. Rechts. Ah. Vielleicht will er ein Gesicht. Over here, Andrew. You are aware of another voice. Ignore it. We are one step closer to achieving what we came for. Do not let the chasm of the void take you. Your daughter needs you to be strong now. Ja, welcher Stimme sollen wir jetzt folgen? Lieber ihm. Er sagt, wir sollen nicht ihm folgen, sondern ihm. Ach so. Ich sehe nichts. Er ist wieder zurück. Seine Hand. Ja. What? What is happening to me? Ach so, er hat noch immer das. What's most important is the exchange for coming this far. Your resilience of both mind and body is extraordinary. Now head straight to the shore. Make good use of the artifact you hold and release him. Was begibt dich ans Ufer und... Befrei ihn mit dem Artefakt. Hey, Attack! Hey, Attacker! Zocken wir morgen Italien-Stream? Ja! Ja, auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Da ist er! Guck, in seinem Gefängnis. Aber der hat doch gesagt, ich soll ihn nicht befreien. Nein, es gibt zwei Stimmen. Die böse Stimme, die hat gesagt, er will einen höheren Thron beanspruchen. Und dadurch können wir irgendwie entkommen oder so. Und der andere sagt, glaub ihm nur. Ja, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu machen, was die böse Stimme sagt. Das ja. Sieht schon mördergut aus, das hier. Krank einfach. Wie kann man sich denn sowas ausdenken? Guck mal, da rechts waren noch so Dinger. Da. Was? Da. Was ist denn das? Ich komm da nicht hin. Was ist denn das? Ach, du musst über diese Wege gehen. Was ist A? Ich dachte, ich muss jetzt da reinlegen. Hab ich gedacht, ne? Ist aber nicht der Fall. Vielleicht musst du die vorne reinlegen. Dann die Mitte, weißt du? Ja, das kann sein. Aber ich will den gar nicht freilassen. Guck mal, wie böse der aussieht. Das ist doch nur ein Fischmensch. Ein riesiger Monsterfischmensch. Er atmet voll. Da unterm Boden. Nee, irgendwie nicht. Gehen wir mal zum anderen. Vielleicht hier. Nee. Ich muss die Kugel sich vergrößern oder so. Hä? Ich kann jetzt, weil ich die Kugel habe, nichts mehr machen. Nichts mehr. Guck mal bei dem Bogen da. Vielleicht musst du die da irgendwo einsetzen. Oder bei der Tür. Nee, ich glaube schon da vorne. Das macht mehr Sinn. Ich bin nur wieder zu schnell gewesen. Hier sind so Aussparungen, aber die Kugel passt da nicht rein. Auf jeden Fall will ich den freilassen. Auf jeden Fall. Hä?
denn mit der dämlichen Kugel? Ich habe alles verloren, sagt er. Vielleicht musst du zu da oben irgendwo lang. Weißt du, da hinten gibt es ja noch dieses Tor. Und da ist schon wieder diese riesige Krabbe oder was es sein soll. Es läuft noch immer da rum. Naja, aber das ist... Da ist überall Felsen, da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Mit dem Licht? Vielleicht irgendwie in den Wald? Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Hier geht es nicht weiter. Okay. Da oben lang irgendwo? Weil hier kommt ja wieder so Musik. Vielleicht muss ich diese kleine Kugel in diese große Kugel bringen. Aber wie komme ich da wieder hin? Kannst du werfen oder sowas? Habe ich auch gedacht, ne? Vielleicht komme ich irgendwie in das Schiff rein. Ich bin da vielleicht irgendwo bei dem Bogen, weißt du, aber. Mhm. Den zu beleuchten oder so, aber. Irgendwie auch nicht. Guck mal, was da ist. Ach, guck mal, da ist er ja, unser Obelisk, unser rennender Einhornhorn. Er hat ja sein Einhorn gefunden, guck. Fischeinhorn. Fischhorn. Gibt's denn noch einen anderen Weg? Warte mal. Warte mal, warte mal. Vielleicht muss ich das hier einsetzen. Hast du das auch schon versucht? Sonst nirgends weiter, ne? Vielleicht ist ein Bug. Das wäre was Neues. Komme ich da hinten irgendwo entlang? Immer diese unsichtbaren Wände, Alter. Bau doch lieber große Klippen ran oder so. Oder ja, so. Wo man nicht durchgucken kann dann. Ja. Guck mal nach oben. Naja, nicht. Okay, ich peil's nicht. Irgendwie werfen.
muss ich denn damit machen? Diese Kugel. Ich verstehe halt nicht, warum das da ist. Wofür ist das da? Guckst du nach? Ja. Lass dich nur rumrätseln und ich gucke eben. Ob es verbuggt ist oder nicht. Ja. Ich kann halt auch nicht mehr auf mein Inventar. Ich habe alles verloren. Ah, okay. Deswegen sagt er, ich habe alles verloren. Weil ich kein Inventar mehr habe. Ich kann weder irgendwas strahlen noch. Vielleicht musst du irgendwie im richtigen Winkel halten. Kannst du die halten anders? Nee. Nee. Ah. Was? Was? Da, wo du die her hast. Ja. Guck dich nochmal um. Echt? Ist das da? Aber ich war doch da 100 Mal. Also ich habe sie hier, ja. Und mal hier. Lol. Ja, und jetzt? Was war denn das jetzt für ein Quatsch? Achso, die steckt jetzt da drin. Jetzt nochmal, oder was? Muss ich jetzt alle Augen anmachen, oder was? Lol. Ach so, natürlich. Da wäre ich ja in meinem Lebtag nicht drauf gekommen, dass das einfach Augen sind von den Fischen. Und jetzt? Jetzt haben die Fische genug Augen. Noch eine. Weiß ich nicht, ich habe nicht weitergeguckt. Ja, ist auch richtig so. Jetzt hat große Kugel. Große Kugel kommt da rein. Ah. Okay. Macht alles Sinn. Ja, total. Okay. Wahrscheinlich auch nur durch Zufall gesehen, als er die Kugel genommen hat und dann so hoch gegangen ist und hat er gesehen, dass da gleich ein Auge ist. Ja. Safe. Hallo. Ich bin ja gleich dahin gerannt und deswegen bin ich auf die Fische überhaupt nicht gekommen. Ja, du hast Fische angeguckt, aber auch. Aber es hat nicht gezählt. Egal. Egal. Und zack. So, jetzt leuchtet das auch. Und? Jetzt? Musst du vielleicht mit dem Artefakt auf die Mitte schießen? Weil das ist ja auch so farbig wie das Artefakt. Dillilla. Ah, es dreht sich jetzt, gell? Ja. Hat es spoilert, oder? Nee, hat es nicht.
Der frisst dich jetzt! Ah. Hör darauf jetzt! Wir sehen, was passiert. Ich bin frei! Ich bin froh, du wirst die ganze Zeit gehockt da sitzen, ey. Meinst du, dass dem die Knie wehen? Godzilla! Godzilla! Tschüss! Ich bin richtig pisst. Was macht er jetzt mit dem Wolf? Setzt er sich auf als Einhorn? Ja! Er klettert hoch! Ja! Echt jetzt? Mach's gut! Also diese Mucke! Geil! Hui! Mensch, das ist also... Boah! Junge, ist der schnell! Ich kletter auf das Horn und bin weg! So geil! In ein paar... Alter Schwede, das ist so dämlich. Auf dieses ultra langsame Ding einfach. Der ist mit zu wenn er gelaufen wäre, viel schneller gewesen. Fünfmal schneller. Lass ihn davon reiten. Ja, okay. Der reitet nicht gern auf einem Horn davon. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Joa. Aua. Aua, 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 aua! Was ist das? Ja, da fandet das nicht cool. Hä? Das ist sinnlos, ey. Nein, Godzilla vs. Kong nicht geguckt. Blödes Mistteil. Aua. Aua, 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 aua. Ah, der schlägt mich dauernd. Du musst die richtige Reihenfolge machen. Der boxt mich dauernd. Ach, das war richtig. Du bist tot. Ich hab keine Ahnung. Ich bin so verwirrt. Nein, das war nicht richtig. Also zerst den. Nein. Zerst den. Nein. Doch. Nein. Dann den. Und dann den. Und dann den. Und irgendwas habe ich jetzt gelöscht. Ich habe keine Ahnung. Portal! Jetzt wieder. Oh, das ist so dumm. Was ist das denn? Da fehlt der Kopf. Jetzt muss ich einen. Jetzt muss ich den Kopf wieder aufsetzen. Oder? Ist der falsche Kopf oder wie? Warum lässt er den denn fallen? Vielleicht war es der falsche Kopf. Der guckt auch so dumm. Vielleicht musst du einen nehmen, der glücklich guckt. Warte mal. Nein. Irgendeiner lebt noch. Irgendeiner lebt, ja. Nee, der bewegt sich nicht. Aber der bewegt sich. Die bewegen alle ihre Köpfe. Ihre Münder. Wer könnte sein Kopf sein? Der! Nein. Achso. Muss ich alle Köpfe jetzt durchprobieren oder was? Vielleicht bist du das. Vielleicht du. Schnell.
Vielleicht musst du auch noch irgendwas anderes mit dem Schädel machen. Dieses rote Licht. Das soll einfach nur Licht sein oder so. Was ist hier los? Ja, mach mal die Köpfe kaputt. Dieses Zeichen hat doch irgendwas zu bedeuten. Vielleicht hat einer der Köpfe ein Zeichen. Sieht einfach aus wie so lauter. Ah! Ha! Du Fuchs! Wir haben ihn! Was ist das? Das ist aber nicht sein Kopf. Das. Schieß! Dafür habe ich seinen Kopf gemacht, dass ich ihn jetzt wieder wegschieße. Ja. Was ist das? Jetzt kommt bestimmt gleich wieder. Proceed. We will need one of my many forms. Ja, hab ich doch schon. Das hab ich. Was will er? Eine seiner vielen Formen braucht er. Zufrieden? Wow. War's das? Das war's. Nice. Beware. I heard you will find Zabdanagotha, a manifestation of Cthulhu's subconscious mind. Versuch hier aus dem Weg zu gehen. Oh nein. Schon wieder irgendetwas, was mich jagt. Natürlich. Au! Warum sind die immer so viel schneller als du? Ja, weil ich die so anstrahlen muss. Au! Au, du schummelst! Ja, die hat auch Tentakel. Aber die ist voll gehüpft. Ah, lass mich doch durch! Schieß! Ich hab das! Warte! Naja, gut, das andere Vieh kommt nicht mehr durch. Hey, Jutsu, schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo! Schieß die Tür. Da ist er! Da ist Cthulhu. Da ist er, der Cthulhu. Aber wir befreien nicht Cthulhu übrigens. Doch, um unsere Tochter zu retten. Nee, irgendwie nicht ihn. Now, my Watcher, you stand before him. Ja, genau. The slumbering god. I have sealed him from within. Break him free. Ist, glaube ich, keine gute Idee, den jetzt zu befreien. Dann weiß ich nicht schon. Und sieht einfach, er hat auf jeden Fall einen schönen Platz zum Schlafen gesucht. Nee, der hat ihn da gefangen. Von innen hat er ihn gefangen. Meine Tochter. Oder was ist das?
Was ist jetzt? Durch. Durchgespielt. Oh, ich bin wieder auf der Insel. Hallo, Ascension. Hey, Ascension. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin wieder auf der Insel. Ich bin wieder auf der Insel? You are now bound by his causality. All you have to do now is open the gate for the great old one. Jetzt muss ich ihm das Tor öffnen. Going to help me find my daughter. We have to nudge things first before we bring her back. Klar, weil das Böse auch nie lügt. Bring her back. Do not get ahead of yourself. I need you to stay focused. All right. But what did you mean by nudging things? Wir haben schon Tentakelfinger, guck mal. Nein, das ist aus dem Ding. Aus dem Artefakt. Has an effect on this world. You and your will are the key to disrupt their influence. My father used to speak of how we're not in control. That our fate is sealed from the moment we're born. And that is why we were meant to be fishermen in our family. Jetzt kommt er auch wieder. Steigt auf den Rücken von dem anderen, der auf den Obelisken sitzt und reitet davon. Nein, auf dem Floh. Wasserfloh oder was das ist. Ja, oder er reitet auf dem Wasserfloh davon. Das würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Guck, da sind lauter solche. Jetzt öffne ich das Tor zur Welt und er geht in die Welt und macht kaputt. Ja. Scheiß auf die Welt. Ich will meine Tochter. Hm? Ach, das richtige Zeichen. Ah, okay. Ja doch. Ja. Ich hab's sogar gleich richtig gehabt. Nice. Und das Artefakt in die Mitte. Es fehlt eins. Es fehlt eins. Jetzt musst du es suchen gehen, ha? Oh, oh Gott. Was? Warum verlieren die? Das sind irgendwelche Götter und was weiß ich und verlieren ständig ihren Scheiß. Ja. Das ist. Hab's doch schon. Sieht aber so aus, als hätten das Menschen beschützt. Guck, alle greifen dann. Ja, der hat bestimmt schon ein paar an die Scheiße geritten, die ihn befreien sollen. Befreie uns, ich verspreche dir alles, was du willst. Ja, das ist so wie dem Teufel quasi. Der Teufel verspricht dir auch. Vor allen Dingen, er lässt jetzt das Biest auf die Welt los, ja? Um seine Tochter zu kriegen. Genau, aber wo will er dann leben mit seiner Tochter? Hier, auf der Insel. Das ist jetzt seine Gottheit. Schieß. Irgendwas nee, das ist falsch. Das ist falsch. Hey, ich hab's doch. Hey, es hat sich wieder verändert. Nee, ist es nicht. Nee, das ist falsch. Das und das, glaube ich, müssen vertauscht werden. Ja. Guck, das kommt dahin. Sieht aus wie ein Schlüssel mit Schwanz. Jetzt stimmt's. Was passiert jetzt? This mortal, how is it possible he has the eye of the gatekeeper on his hand? That's impossible. The eye, it's impossible. Naja, ich strahl euch weg, Alter. Something is forcing his hand. You seek an audience with the great old one. I do. I do.
I made a pact with the Dark Shadow. The Dark Shadow? What gets you straight on? Seeming to have already do his dirty work. What did he promise you? That I would grant you something in return? Near enough of that would fail. The void is coming. How about I will keep you alive to witness the destruction of the pathetic war? Verstand der Menschen ein. Du und deinesgleichen werden aussterben. Schmeißt einfach ein Boot auf mich, was soll das? Und jetzt? Spiel vorbei. Also der Typ hat uns reingelegt. Is broken. There is a key in the middle. Find a way to empower the artifact. Was? I would have known that things like him existed. Muss irgendwie das Artefakt empowern. Your mind remains unhinged. Da fehlt wieder was, muss was reinmachen. Wo läuft er denn hin? Ja, die Menschheit vernichten. Ja, und jetzt soll ich ihn doch aufhalten, oder was? Ich brauche auf jeden Fall wieder so einen Leuchtescheiß. Aber wo kriege ich das? Was ist das? Ist auch so eine Kugel. Da läuft er auch einfach weg. Was, du kleiner Mensch, du willst mich aufhalten. Tschüss. Ich schmeiß ein Boot nach dir. Und dann bist du einfach weg. Einfach so, weg. Ist das? Ist das hier vielleicht? Muss ich ihm hinterherrennen oder was? Warte! Du musst einen Weg finden, die Dinger zu aktivieren. Aber jetzt ist er schon weg. Was? So schnell wie der läuft, mein Gott. Der ist schon schnell. Toll. Ja, wäre mal auf dem Artefakt, auf dem Dings Einhornhorn geritten. Dann wäre der immer noch nicht weg. Das Einhornhorn. Das gibt's gar nicht. Doch. Das war ein laufender Obelisk. Nein. Doch. Nein, du hast gar keine Ahnung. Jetzt muss ich die anstrahlen. Da muss was rein. Vielleicht muss ich da hinten in die Höhle. Vielleicht hat der irgendwas. Ich muss wieder irgendwas Leuchtendes finden. Okay, zu dem Nest komme ich nicht. Doch, komme ich. Eier kann ich trotzdem nicht klauen. Warum willst du Eier klauen? Einfach so, die kann man essen. Der muss doch auch mal was essen, der Arme. Okay, da runterspringen geht schon mal nicht. Bu, 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 bu. Vielleicht musst du durch die Kreise da auf das Ding drauf. Hab ich schon probiert. Ja? Ja. Naja, durch den richtigen Winkel. Oh, das geht ja auch nicht. Cheat! Guck mal, das Ding bewegt sich hoch, hast du gesehen? Es fliegt. Warum fliegt es? Okay. Richte ich das da hinten auch noch aus? Dann fliegt er auch. Dann sind die am Rumpfflattern. Fliegesteine. Nee. Aber der fliegt jetzt auch. Okay, vielleicht wenn alle fliegen, verbinden die sich und dann gibt es eine Kugel oder so. Da hinten ist ja auch noch ein Stein, dann muss ich da noch das Auge verschieben. Ach guck, jetzt fliegen die Steine. Ach, ich muss die Steine zum Fliegen bringen. Ah. Da drüben ist das letzte.
will ja in dem Moment keine. Achso. Ist er schon. Guckt er schon weg? Noch nicht. So. Ja, ich würde die Menschheit vernichten. Wenn ich die Chance hätte, let's go. Okay, jetzt fliegen alle. Ja gut, wenn du selber kein Mensch bist, dann kannst du sie ja ruhig platt machen, ne? Ja, wenn du selber kein Mensch bist, ist ja egal. Das ist so wie, wenn wir sind Aliens und wir haben... Oh, scheiß drauf. Aha. Ach guck, die müssen den angucken. Das sind so Köpfe drauf. Au. Oh. Wie immer dieses Bild schwarz wird. Essen wir das jetzt gerade oder was? Ich glaube schon. Nein, wir sind einfach... In der Kugel jetzt? Ja. 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 Would you bring me this time? Ja, niemand antwortet dir, ne? Wo hast du mich jetzt hingebracht? Einfach aus wie das Innere von einem Mund. Nein, da gehe ich nicht lang. Folge dem Licht. Bleib mal ein bisschen weiter nach hinten. Das ist einfach echt eine Kehle, wo ich runterlaufe. Oh nein, ist das eine Sackgasse oder? Fass es an. Ich fass es an. Ich habe eine Kugel. Was muss ich mit der Kugel machen? Reinlegen. Heil dich! Oh, los, Würstchen, geh weg! was ist das denn? Wie soll ich nach hochkommen? Alter, ich komme da nicht weiter. Unten durch. Ich muss doch da hoch. Weiter rechts. Anderes rechts. Ich bin runtergefallen, ich komme nicht mehr hoch. Jetzt hänge ich fest. Ich bin... Ich hab verloren. Ich backe fest. Nein. Ja. Ah, schon. Wo? Hier durch? Nein. Da, so hoch und dann rechts rüber. War schon richtig. Und die zweite so. Genau, und jetzt spring! Das sieht aus wie ein ekliger Freizeitpark, ey. Freizeitpark? Ja, weißt du, diese Gruselkabinettsdinger, wo du dann so durchkommst. Warum komm ich da nicht hoch? Mach's doch mal mit dem Strahl nach unten, hat doch vorhin auch funktioniert. Ducken? Hat auch nichts gemacht, ne? Und die Luft geht auch nicht. Hä, was soll das? Ich komme ja gar nicht mehr zurück. So. Kennt ihr das Horrorspiel Escape the Ayo? Was? Ayuki? Nee. Ah. Und wie? Hab ich jetzt nicht hingeguckt. Ja, nochmal zurück. Da ist die Wurst. Ich bin halt da lang. Dabei geht ach hier so eine Brücke hoch. Nee, kenn ich nicht. Hört sich nach einem Escape Room an, auf jeden Fall.
Das ist echt crank hier, also. Das ist echt ein crankes Spiel, bitte. Ich glaube, du musst die richtigen Augen erwischen. Von der Größe oder was? Ja, von der Form, glaube ich. Ah! Ganz klein. Ja, nein, guck. Die Mini-Augen. Nein, die Striche sind unterschiedlich. Siehst du das? Die Muster, die um das Auge drumherum. Ja, aber die sind richtig. Ja, aber das oberste jetzt, das wär's gewesen, glaube ich. Ah, okay, dann so. Nein. Nee. Das. Ja. Jetzt stimmt's. Ih, was sind das? Hände! Greifen die nach einem? Ich will nicht gegriffen werden. Haut ab. Bäh. Das ist auch ein Mund. Aua. Ah, lauf! Schnell rennen! Wie, da ist ein Mund. Ja, ist ein Mund! Die wollen mich greifen zum Fressen. Bäh. Bäh. Au! Böse Hand! Ist denn das wieder Ekliges? Ja, nehmen wir mit. Lecker. Ih, das hängt jetzt auch noch an meinem Arm dran. Es wird immer besser. Der übernimmt bestimmt gleich deinen Körper, Mann. Mein? Ja, bestimmt. Da kommt schon wieder was. Hau ab. Mann! Oh, warum ist das so schnell, bitte? Oh, ich bin tot. Warum schreckst du mich immer so? Ja, weil er mich erschrocken hat. Ich bin immer so gechillt und dann schreist du plötzlich los und ich kriege einen Herzinfarkt. Ich mag gleich Abendessen. Hunger. Ich denke, das Spiel wird auch nicht mal so lange dauern jetzt. Hä? Was? Wie hast du das jetzt geschafft? Da kommst du her. Wieso ist denn der immer so schnell, bitte? Der war noch gerade so weit entfernt und dann bin ich da. Boah. Echt voll unfair, wie schnell der ist. Au! Ah! Jetzt schieß doch! Los, Wurst! Boah, das ist so eklig. Das ist einfach wie so ein Ding, wie so eine Wurst. So, es gibt ja auch so ja, gedrehte die, Würste. Ja, ich weiß. Und irgendwie. Mach die Gusch auf! Oh. Hau ab! Hau ab! Aua! 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 Ja, was war das? Man konnte ja nicht mal schießen! Aua! Du darfst gleich spielen. Nein. Doch. Ich lache ja nicht über dich, ich lache über das Spiel. Die ist voll dumm, wo soll die Tür aufmachen? Alter, wie schnell ist denn das bitte? Gar nicht übertrieben. Gar nicht. Ich muss ins Gesicht schießen, damit es stehen bleibt. Auf jetzt rückwärts, ist mir egal. Ist einfach tot. Ist einfach getötet. Da ist wieder eins!
Nein! Böses Viech. Ich muss in die Gesicht strahlen. Du stirbst gar nicht, gell? Doch. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe. Lauf halt einfach in diesen Mündern. Also es sieht echt aus wie eine Kehle. Es sieht ja aus wie ein Darm. Ein Mund. So. Das Innere. So sieht das aus. So sieht dein Mund aus. Dein armer Zahnarzt. Wo muss ich denn hin? Das ist der Darm und du musst... Das Popoloch suchen, so rausgehen. Ich hör schon wieder was. Die rennt mir schon wieder was hinterher, oder? Laufe ich überhaupt richtig? Ich folge dem Licht. Ich denke doch, dem Licht folgen ist richtig, aber oder? Aber das ist überall Licht. Ja, das ist es ja gerade. Der Darmsimulator, genau. Sieht doch aus wie ein Darm, nicht wie ein Mund. Sieht ja nicht aus wie ein Darm. Ja, also hast du so bewegliche Dinger in deinem Mund und Zähne und was? Ja. Sind wir da hergekommen? Ja, hast du sowas in deinem Darm? Ja, da sind wir hergekommen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber bestimmt. So Geräusche, wie der macht manchmal. Bei dir würde ich gar nicht wissen, wie es... Also. Na ja, Zähne. Dann hat er garantiert Zähne. Ja. Okay. Und einen Blasebalg. Was willst du denn damit sagen? Gar nichts. Gar nichts. Lauf, Forrest. Ich lauf doch. Lauf. Geh ins Licht. Hä? Da liegt ein Baum einfach dran. Wo liegt ein Baum? Ja, du bist über einen Baum gelaufen. Ich weiß nicht, ob das ein Baum sein soll. Was ist das? Das ist richtig. Hier bin ich richtig. Parallelwelt im Darm. Alarm im Darm. Der neue Darmsimulator 2021. Mach jetzt den Horror nicht kaputt. Da hinten sind noch zwei. Da unten sind auch noch zwei. Oh, achso. Los, mach Auge! Los geht das Würstchen wieder auf. Ich kann diese Würste jetzt nicht mehr essen, ehrlich gesagt. Sehr verstörend. Oh Gott, Alter, ich will... Muss jetzt gegen das Viech kämpfen, oder was? Was ist das? Geh weg, stirb. Oh oh, schieß auf die Obelisken, guck mal da, schieß da drauf. Ich kann nicht schießen. Ah, das bringt noch mehr solche kleinen Arschlöcher. Ich schieß auf den, das bringt gar nichts. Doch, der ist jetzt aus. Mehr ran. Stirb! Alter, das wird denn ein krankes Spiel! Ah! Weg! Weg, ihr kleinen Pisser! So. Er ist auch aus. Sehr gut, sehr gut. Nur noch zwei. Der läuft auch, oder? Ja. Der kackt nicht nur die Dinger raus. Nee, der bewegt sich ja. Haha! Und jetzt? Jetzt frisst ihn das. Die schönen gelben Tentakel. Ja, der hat Ding gemacht. Die Kugel.
nehmen und draufschießen. Nehmen muss ich nehmen. Natürlich muss ich nehmen. Natürlich muss ich. Ja, du musst das Ei nehmen. Sorry, war weg. Ja, kein Problem. Nichts verpasst. Nein, überhaupt nicht. Wir sind in einem Mund rumgelaufen. Mit Zähne. Das macht Sinn. The way to empower the heads of the fallen. They were once the sons of an elder god. Beware. Finde eine Weise, um die Köpfe der Gefallenen zu ermächtigen. Du musst die Köpfe ermächtigen. Ins Auge? Schieß auf dich. Was bist du denn für einer? Vielleicht musst du da rein und dann leuchten die Augen oder so. Du? Ah, doch die Augen. Das war falsch. Warum geht das nicht? Aber wahrscheinlich wird es überdeckt. Nein! In seiner Hand. Naja. Nein, ich will's behalten. As the universe itself unfolds before your very eyes, the Watcher, they dig deeper of wants and dimensions. Was? Was will der denn jetzt? Okay, ein riesiges Tentakelmonster. Das Universum. Universum hat sich entfaltet. Irgendwie unsere Erinnerungen. Warte, was? Das Baby. Ja, sein freundes Baby. Ach, seine Geburt. Das sind seine Eltern und er ist geboren. Geh weiter. Baby auch anklicken im Arm. Haben die ihn geopfert oder was? Nicht. Vielleicht das Auge angucken? Die haben ihn geopfert. Der ist einfach gar nicht am Leben. Mom? I'm lost. There's a monster here. Ja, die sind halt so eine Sekte gewesen, Cthulhu-Sekte, und haben ihn geopfert. Und was macht die jetzt?
Das ist doch er mit seiner Frau, guck mal. Ja, ja, das ist jetzt er mit. Ja, das ist er. Er hat ja auch den Bart und so. Und sie ist krank, oder was? Nee, sie hat ein Baby. Yes, she is. You know, I was thinking of getting out of the fishing business. I can't imagine leaving you for months while you have to raise our child alone. What if something happens? I'll see about a job in town next week. Okay, früher hat gefischt und dann hat aufgehört. Wollte er. Wollte er. Jetzt stirbt sie oder was ist ihr Tod? Breathe. Stay with me. Stay with me, Martha. Ja, das haben wir ja gelesen, dass sie gestorben ist. Ja. Aber an was ist sie gestorben? Sie liegt da. Irgendeine einfach. Krankheit hat sie. Irgendeine Krankheit. Ich weiß nicht mehr. Okay, und jetzt. Ah, das von dem seine Foto. Tochter sagen. Jetzt muss er seine Tochter sagen, dass. Die Katze auch. Der ist doch der Hund. Der Hund. Daddy, can we take our with us? Okay, here. Come on, get your stuff in the boat, Ellie. Alles klar, Hunter. Also, sie sind fischen gefahren. Ich glaube, wir haben nicht alle Dinge gefunden. Was? Nicht alle Erinnerungsstücke. Ich glaube schon, das ist fertig hier. Ja. Wir wurden als Opfer dargebracht. Deswegen kann uns diese Insel auch nichts anhaben, weil wir sowieso schon als Opfer dargebracht wurden, oder was? Ja, er. Nur ja. Er. Ja, er. Ja. Aber wie... Ja, aber da fehlen ja ein paar Sachen. Das ja, fehlt nichts. Doch, da fehlen doch ein paar Sachen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass er vom Kind plötzlich zum Mann mit Dad, Familie wird. Over here. Ellie, is that you? Ellie, stay right there, I'm coming. She's not... She was never real. What? What do you mean? She was never real. Since the beginning, I felt that the only way to enjoy this boring reality was to change it. But I was in need of someone. Someone with purpose. You see, all the people I brought to the island had no purpose. No meaning. But you, Andrew. You are my favorite. I made those memories for you. I created a daughter that you never had. I was always there for you. No. No. It's not possible. Stop lying to me. I did what you asked for. I'm getting her back. Perhaps there is still a way to make her real if you manage to reach her. Your strong will can influence Azathoth's dream. What did you do to me? Uh-huh. Seine Tochter hat niemals... Ja, der war einfach nur ein geopfertes Kind und er hat ihm einfach ein... eine Geschichte gegeben, praktisch. Ja, dass er ein Vater ist, der seine Frau verloren hat und... Wie gemein, dann gib mir mal so eine Arschlochgeschichte. Ja, das spornt, es hat ihn angespornt, die Welt, also diese böse Gottheit zu erwecken. Er hat es immer wieder versucht, hat er gesagt, hat mehrere dorthin geschickt, alle sind verrückt geworden, außer er. Weil er hatte ihm einen Sinn gegeben, quasi. Die Götter sind schon Arschlöcher. Mhm. Ja, nice. Ja, war okay. War jetzt nicht so der Hammer, aber war in Ordnung. War am Ende ist er schon so ein bisschen Mindfuck. Aber was die ganzen Viecher auf sich haben und dieser laufende Obelisk und schlag mich tot und keine Ahnung. Also
Da bin ich überfragt. Es ist wie immer. Man hat mehr Fragen als Antworten nach so einem Cthulhu-Spiel. Ja. Man denkt sich immer so, was? Krass, und jetzt das nächste. Hab keins. Außerdem macht jetzt Mel was zum Essen. Ja. Können ja mal gucken, ob jetzt noch im Nachhinein was kommt. Nintendo Freak 09. Ja, das scheint ein Ding-Spiel, also. Guck mal, das sind alles nur so. Ich glaube, die haben bezahlt und so, gell? Ja. Special Shanks, du. Ding hier. Nee, nicht, wie heißt's? Da, wenn man was spendet, man stellt was vor und spendet ja, dafür. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie heißt denn das? Mehr liegt auf der Zunge. Crowdfunding. Ich glaube, es war Crowdfunding. Das heißt aber noch anders. Crowdfunding. Ja, aber das heißt noch anders. Ja, ich habe kein Horrorgame mehr. Welches nächste Horrorgame sollen wir denn zocken? Es ging jetzt echt tatsächlich 3 Stunden. Ah, es war schon verstörend, was man da alles gesehen hat. Also das muss man echt sagen. Es war echt ein verstörendes Erlebnis. Ja. Ja, wenn du das jetzt alleine im Dunkeln mit Kopfhörern gespielt hättest, ja, bestimmt schlimmer, ja. Das wäre sehr verstörend gewesen. Ich fand es auch so, ich bestreite nicht, dass es verstörend war, also... Das war's.